Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei dem kleinen Peugeot 205 GTI von XO Collection. Und zwar wollen wir heute das, muss ich einmal rechnen, Paket 8 verarbeiten, bearbeiten, verbasteln, verbauen, Spaß haben, wie auch immer, wie ihr auch gerne wollt. Und zwar geht es heute um die Ausgaben 29 bis 32. Ich zeige euch natürlich gleich, was wir bekommen. Und ja, dann wollen wir auch schon losschrauben. Ich denke mal, hier wird auch gleich was geschraubt. Ja, ja, weil wir bekommen auch ein paar AM-Schrauben. Also legen wir los und gucken wir mal, dass wir den Kleinen etwas größer machen. So, in Bauphase bekommen wir die Frontplatte vom Motorraum, eine elektrische Hupe und Hupenhalterung. Das ist, nein, diese hier, das ist die Hupenhalterung und das ist die Stoßstangenhalterung. Und AM-Schrauben bekommen wir. So, dann schauen wir mal, dass wir die Hupe an die Hupenhalterung bringen. Und zwar wird das nur so hier reingesteckt. Knack. Dann brauchen wir die Motorwand, die Frontplatte der Motorwand. Jetzt muss ich erst einmal schauen, wo das Ganze dann angebracht wird, und zwar hier. Genau hier legen wir dann das Teil hier so an und dann nehmen wir selbstverfreilich eine AM-Schraube und dann wird die Hupe hier angeschraubt. Na, noch nicht fest. Müssen wir noch ein bisschen drehen. Jawohl. Und die Stoßstangenhalterung, die vordere Stoßstangenhalterung, die wird hier jetzt auch eingebaut. Und zwar wird die, das ist im Übrigen hier ein Halbmond und hier ist auch ein halbes Loch. Also ist klar, wie rum das Ganze reinkommt. Und wird dann hier nur reingesteckt. Ist noch nicht richtig drin. Müssen wir mal mit der Zange nachhelfen. So, zack, richtig drin. Und ich sehe schon Umbaupause, weil wir brauchen unser Modell, unser Auto, unseren kleinen, großen Peugeot. Ja, da ist er. Und zwar müssen wir ihn vorsichtig auf den Kopf legen und dann wird hier die Frontplatte des Motorraums hier vorne vorgelegt. Vorne vor dem Lüfter quasi und dann mit zwei AM-Schrauben das Ganze festgeschraubt. Einmal links und einmal rechts. Muss ich doch noch mal ein bisschen hin. Ah, hier richtig schön ran an den Lüfter. Richtig ran oder an den Kühler. Und dann runter. Und dann hat man auch die richtige Position, um die Schrauben dann festzuschrauben. So. Einmal fest. Zweimal fest und so sieht das Ganze dann aus. Und hier haben wir hup, 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 hup. Naja, besser wenn die Autos selber hupen statt ich. Ja, das war dann quasi die Bauphase 29 und nun wollen wir dann uns auch mal die 30 anschauen. Und zwar bekommen wir Rückhubpuffer des rechten Längslenkers. Einmal
ja, des rechten Längslenkers und einmal des linken Längslenkers. Jetzt sehe ich nicht genau, welches ist nun was. Wartet mal, vielleicht kriege ich das raus. Aha, das ist der rechte. Und zwar hat, hier ist so eine kleine Stufe drin. Den legen wir mal rechts hin, damit wir das wissen. Und hier ist der linke. Was bekommen wir noch? Ha, GM-Schrauben. Habe ich euch ja noch nicht erzählt, dass wir GM-Schrauben bekommen. Ich habe nicht vorbereitet. Ich war wieder nicht vorbereitet. Und wir bekommen den hinteren Teil des Fahrgestells. Tada! Es gibt wieder was Großes. Es kommt was Großes auf uns zu. Ja, was dürfen wir machen? Wir dürfen die Rückhubpuffer, der Längslenker, anschrauben. Und zwar hier. Und jetzt müssen wir mal gucken. Genau, die kommen so hier rein und werden von unterwärts verschraubt. Mit GM-Schrauben, gehe ich mal von aus. Also sozusagen so, dass ihr seht, dass ihr die Stufe, hier ist das lose Teil, dass ihr die Stufe von dieser Seite sehen könnt. So, dann nehmen wir uns mal eine GM-Schraube. Wird das eine Teil natürlich jetzt wieder rausgehen. Aber das ist ja erstmal egal. Wichtig ist, dass wir hier die Teile angeschraubt bekommen. So. Noch eine GM-Schraube für das zweite Teil. Man kann man schon hören, die metallischen Klänge, ne? Dass das alles Metall ist. Nachdem wir die Rückhubpuffer der linken und rechten, des linken und rechten Längslenkers eingeschraubt haben, ist quasi Bauphase 30 beendet. Oh, schade. Ich habe gedacht, wir können das unser Auto länger machen. Jetzt geht es dann eben weiter mit Bauphase 31. Was bekommen wir in Ausgabe 31? Hinterachse, linker Längslenker. Steht auch schön drin, L. Soll das ein L sein oder nicht? Ja, ein spiegelverkehrtes L. Da, zweimal sogar. So, dann bekommen wir den Bremsstaubschutz. Wir bekommen Bremssattelhalterung. Wir bekommen Kabelhalter, Handbremse. Dieses Teil. Dann Bremshydraulikschlauchhalter. Haben wir zwei Stück. Und in Ausgabe Bauphase 32 bekommen wir das Ganze auch. Und zwar alles für rechts. Hier haben wir dann Hinterachse, rechter Längslenker. Und ne, so weiter und so fort. Gut, brauche ich das ja nur einmal zeigen und kann doppelt schrauben. Das ist auch nicht schlecht. So, wir nehmen diesen linken Längslenker und da kommt dann der Kabelhalter Handbremse, kommt dann daran. Achso, wir bekommen AM-Schrauben und zwar ganz viele. Klar, aus zwei Ausgaben. So, den schrauben wir jetzt hier ran. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, so. So schrauben wir den an. Ein bisschen gerade machen. So. Als nächstes schrauben wir den ersten Hydraulikschlauchhalter an. Und der kommt dann hier rein. So.
und auch mit einer AM-Schraube. Auf diesem Bremshydraulikschlauchhalter steht auch ein L wie links oder left. Wie heißt links auf Französisch? Auch mit L? Nee. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier ein L drauf. Das ist schon mal gut. Also für mich auf jeden Fall. So. Haben wir den Halter da dran. Nächste Seite der Bauanleitung. Wir werden die Halterung des Bremssattels anbauen. Und zwar hier über dieses Teil. Auch hier steht ein L drauf. Das ist gut. Das ist Mario sicher. So, und ich hätte jetzt gedacht, das kommt so rum rauf. Nein, so rum kommt das nicht rauf. So rum kommt das rauf. Na Mensch, in der Luft zusammengeschraubt, habt ihr das gesehen? So, ist die Halterung für den Bremssattel auch dran. Wir nehmen den Bremsstaubschutz, die verbliebene Bremshydraulik-Schlauchhalterung, und die wird hier reingesteckt, hier in dieses Viereck. So, das schnackelt auch ein bisschen, das hält. Und nun brauchen wir hier wieder diesen Längslenker. So sieht das aus. Und dann schieben wir diesen Bremsstaubschutz hier rüber. Und auch der wird dann mit AM-Schrauben verschraubt. Und zwar doppelt, denn, warum doppelt? Doppelt hält besser. Ist das richtig rum? Nein, das ist nicht richtig rum. Mario, guck ordentlich in die Bauanleitung. Schraube wieder raus. Und zwar kommt das so rum hier hinter. Ich muss bestimmt eine Seite weiter gucken in der Bauanleitung. Da kann man dann das Endergebnis sehen. Also so hier hinter. Und dann wird das auch, glaube ich, dann von hier, von dieser Seite verschraubt. Ja, die besten Fehler sind die, die man alleine mitbekommt, die man von alleine sieht und dann beseitigen kann. Aber dann seht ihr wenigstens, ja, wenn ihr nachbaut, den so wie Mario das im zweiten Schritt gemacht hat. So ist das dann richtig. So, das ist dann das Endergebnis der Bauphase 31. Das machen wir jetzt mit den anderen Teilen auch, oder ich vielmehr alleine hier mit diesen Bauteilen, und dann bin ich gleich wieder für euch da. Ja, auch die rechte Seite ist dann verbaut. Also Bauphase 30, 31, 32, 29 habt ihr gesehen, war die Motorraumvorderwand. Ja, das war dann quasi Pack 8 mit den Bauphasen 29 und 32. Können wir ad acta legen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, das wollte ich wenigstens einmal sehen, wie das aussieht, wenn das Bauteil aus Ausgabe Bauphase 30 dann hier noch mit rangekommen ist. Und ja, wir sehen, der Kleine hat an Länge zugelegt
Wir können das immer Pi mal Daumen, mal Fensterkreuz, einmal mal ausmessen. Wir sind bei 44 cm. Ja, deswegen ist es ja auch der kleine gegenüber anderen Modellen. Ne? Aber schön. So. Das kommt natürlich erstmal wieder ab. Aber wisst ihr Bescheid? Haben wir Pack 8 quasi erledigt. Pack 9, ich könnte ja, das hätte ich ja schon längst mal machen können. Und zwar könnten wir ja mal in die Bauphase 33 einmal reinschauen, was wir da bekommen. Und zwar, einen Moment, ich muss das noch einmal schnell übersetzen. Das geht ganz fix. Ja, Hinterachse links, Hinterachse rechts, also da und mit Querrohr und Torsionsstab und so weiter und so fort. Also es geht ja an die Hinterachse. Ja, dann können wir mal gespannt sein, wie es da weitergeht. Und ja, wird dann irgendwann der Kleine etwas länger werden und die Achse wird rankommen und wieder Räder werden rankommen. Und ja, seid gespannt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann ja, lade ich euch recht herzlich ein, das nächste Mal wieder reinzuschauen beim kleinen Peugeot 205 GTI von IXO Collection. Bleibt neugierig, gern auch auf meine anderen Projekte. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bevor ich es vergesse, passt auf euch auf und bleibt schön gesund. Tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir wieder in.